Das lässt sich im Endeffekt auf ein besseres Ergebnis hinaus, ja, ansehen. Ja, wie auch immer. Gibt jetzt nur noch... Wie komme ich denn zu euch dahin? Hinter dem Felsen hier? Das ist jetzt natürlich sehr interessant. Wie komme ich denn zu euch? Abgesperrt. Okay. Sehr interessant. Naja, besiegen wir erstmal die Gegner hier. Ja, der Dungeon hier, der ist nicht so ganz... Ja, wie soll ich das beschreiben? Auch übersichtlich. Eigentlich geht es. Aber durch den Effekt, dass wir hier quasi einfach rein katapultiert wurden, im wahrsten Sinne des Wortes, kommt man hier auch erstmal nicht wieder raus. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir dort den Ausgang von diesem Dungeon haben. Oder eine andere Abzweigung. Aber ich kann den Kompass auch gerade nicht drehen. Das ist natürlich die Frage, was verbirgt sich hier hinter? Weil wir kommen nicht lang. Dieser Felsen, der wird wahrscheinlich hier irgendwann weg sein, aber... Die Gegner kann ich jedenfalls nicht besiegen. So, jetzt waren wir... Wir waren genau vom Speicherpunkt aus. Waren wir hier? Nicht? Genau. Hier hoch. Hier war die Truhe, genau. Hier sieht einfach auch alles gleich aus, ne? Berge und Lava und Rauchschwaden vor allem. Aber ansonsten waren wir, glaube ich, überall. Hier war das Mana-Ei. Genau, bei diesem toten Baum. Genau. Und ansonsten... Genau, können wir jetzt nur noch... Boah, ey. Sind schon wieder mehrere Wege. Hier war irgendwo dieser Felsen, nicht? Nee? Hier sind doch schon wieder mehrere Wege. Gut, gehen wir erstmal hier lang. Aber hier waren wir mal ja auch schon. Jetzt müsste es hier nämlich links weitergehen. Genau. Aber irgendeinen Weg waren wir mal noch nicht gegangen. Hier geht es nicht weiter. Jetzt müssten wir links gleich mal irgendwo... Ach so, hier kann man runterfallen. Genau. Oh gut, ja, dann... Das ist ja eine Sackgasse, da hat sich die Frage erübrigt. Dann ist hier wahrscheinlich der richtige Weg jetzt, nicht? Ja, genau. Und hier rüben geht es dann zurück. Das war eine Sackgasse. Ja, hier geht es einfach zurück zum Speicherpunkt. Alles klar, dann sind wir hier in dem Bereich schon durch. Extrem kurz. Also... Gegner waren jetzt hier nicht viele. Nun gut. Dann gehen wir jetzt zum Vulkanhang 2. Dass wir auch einfach diese ganze Musik aus Gumbo bis hierher zum Vulkan hören, ist auch ein bisschen übertrieben, finde ich. Hier kann man auf jeden Fall rüber. Hier war irgendwo so ein Felsen, meine ich. Genau da oben. Den müssen wir erstmal bewegen. Da ist jetzt unsere Brücke. Was geht hier noch weiter? Oh, neue Gegner. Das sind, meine ich, Magma-Männer. Okay. Ja, ein Reskin des Felsmann oder Steinmanns. Mit 211 HP, der erste Gegner, glaube ich, über... Ach nee, Quatsch, beim Typhoon-Turm hat die Gegner auch schon über 200. Ja... Und dann gucken wir mal, was ihr so für Schwächen habt. Ich würde sagen, erstmal mit Waffen. Oh, ja. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ihr direkt instant tot seid. Aber gut, wir haben ja auch Attribute auf unseren Waffen, nicht? Von daher, keine weiteren Fragen. Wir sollten auf jeden Fall bald mal Sue und Gadwin finden. Sue können
da auch so einen Regenstab vertragen. Schlummerschriftrolle. Schäfert alle Gegner mit Blasen ein. Gut. Nehmen wir mit. Ich glaube, die konnten wir in Gumbo kaufen. Bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Heißer Hund. So, ihr bekommt wieder einen Heulerschlag. Nice. Und der letzte. Rums. Also auch so stark die Gegner hier sein mögen, durch unsere Vorteile und deren Schwächen gehen die Kämpfe doch sehr, sehr schnell rum. Gut. Hier oben war nichts mehr. Dann gehen wir jetzt hier rüber. Dip, dip, dip. Huch. Ah ja. Sieh mal zu, da drüben sind Justin und Fina. Ja, das sind sie. Wir haben sie endlich gefunden. Hallo, Justin, Fina. Ah, Gatwin und Sue, ihr seid wegen uns gekommen? Ist doch sehr passend. Passend? Wir können doch nicht zulassen, dass ihr geopfert werdet, oder, Gatwin? Ja, jedenfalls müsste alles gut ausgehen, wenn wir den Feuerdrachen auf dem Gipfel besiegen. Super, dann machen wir das mal. Los geht's, Leute. Ja, es wäre, glaube ich, auch nicht so klug, jetzt zum Dorf zurückzugehen. Wenn die, dann rausbekommen, dass deren Opfergabe quasi fehlgeschlagen ist, dann, da sind noch mehr Magma-Männer. Dann haben wir, glaube ich, ein Problem. So, vorher gebe ich Sue erstmal einen Regenstab. Wieso habe ich eigentlich drei? Ah, ich muss noch einen bekommen haben. Gut, gebe ich einen Sue erstmal. Ich glaube, sie muss jetzt auch bald mal wieder mit... Naja gut, ein Level liegt sie erst zurück. Gut, wo geht es jetzt weiter? Gatwin und Sue kamen, meine ich, von hier. Fuß des Vulkans, genau, die kamen von da. Ich würde sagen, dann gehen wir da auch erstmal hin. Wo geht es hier hin? Vulkanhang 1. Okay. Hier geht es scheinbar zurück. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Das ist der Bereich, wo wir eben nicht hinkamen. Alles klar. Ja, jetzt habe ich wieder die Orientierung gewonnen. So, Gatwin, das habe ich mit dir mal gemacht. Ich glaube, graben, nicht? Feuerzauber sind ja hier ein bisschen fehl am Platz, ne? Und da können die anderen drei schön Heuler einsetzen. Ja, die beiden kamen vom Fuß des Vulkans. Das ist ein sehr interessanter Abschnitt, weil es eigentlich auch der Ausgang von dem Dungeon ist. Ich meine, ein Vulkan am Fuße, wie am Fuß eines Berges, da würde ich mal sagen, kommt da nicht mehr viel. Aber es gibt eine Besonderheit in diesem Dungeon, denn wir kommen eigentlich gar nicht mehr weg. Ja. Das Dorf will uns quasi diese Prüfung, oder diese Opfergabe, wie soll man das beschreiben? Ja, die wollen uns einfach opfern. So, und noch ein Regenstab, hurra. Man braucht sich wirklich keinen einzigen kaufen. So, das ist dieser ominöse Felsen, der uns den Weg versperrt. Ja, dann gehen wir jetzt, würde ich sagen. Na, Moment, gab es nicht noch einen Weg? Also da geht es ja jetzt zum Fuß des Vulkans. Genau, hier geht es auch noch hoch. Da liegt das Geld, was wir eben gesehen haben. Gut. Jetzt haben wir natürlich zwei Wege. Einmal hier diesen Weg mit vielen Gegnern. Und einmal hier den Weg da vorne, wo wir auf die anderen beiden getroffen sind.
Mit den Magma-Männern. Well. Ja, aber erstmal gehen wir hier zum Fuß des Vulkans. Dort gibt es nämlich auch noch so einige Sachen. Nämlich Geld und heiße Hunde. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn die alle diesen Flammenheuler machen, dann ist das schon echt eine knappe Sache. Ey, haut halt doch schon rein. Aber wir haben ja sehr hohen Wasserlevel. Das sollte uns erstmal ein wenig davor beschützen. Ich weiß gar nicht, war der Heuler bei Fina schon ausmaximiert? Also auf Level 5? Das ging schon sehr, sehr flott mit dem Zaubernord. Ich bin mal echt gespannt, wie die Aufnahme jetzt wird mit der mit dem anderen Programm quasi. So, du lernst, glaube ich, auch noch einen Zauber, nicht? Ein Windzauber. Auf Level 12 war das, meine ich. Den hat Fina auch, den Zauber. Damit kann man Zauber blockieren. Ja, ein Level fehlt bei ihr wahrscheinlich noch. Und noch ein Regenstab. Täglich grüßt der Regenstab. Ja, eigentlich minütlich. Hey, wieder eine Mixgruppe. So, da können wir auch wieder einen Heuler reinsetzen. Mal 4 Stück. Es lohnt sich. Hier gibt es vor allem sehr gute Erfahrungspunkte darauf. Wahrscheinlich durch die Schwäche bei den Gegnern, aber eigentlich macht das Spiel das ja immer so, dass man mit wenig Schaden viel Erfahrung kriegt. Aber nun gut. Ich will mich nicht beschweren, ich habe nichts gesagt. Und der letzte. ...152 durch einen Kombi-Angriff mit dem Messer, das ist... Boah, also wenn wir das erstmal so beibehalten könnten, das wäre echt nicht schlecht. Aber ich habe auch keine Lust, ja am Vulkan mein ganzes Leben zu verbringen in diesem Spiel. Auch wenn es ein sehr cooler Dungeon eigentlich ist. So, die Magma-Männer wieder. Lava-Wurf. How about no? Können wir noch mehr Heuler machen. Weil, ne? Was auch sonst. Wir können ja mal aus Jux einen Feuerzauber probieren. Ich glaube, das wird nicht sehr viel bringen. So. Justin ist auch sehr viel schneller mittlerweile als Sue auf der IP-Leiste. Das ist auch nicht immer so gewesen. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass die IP-Leiste sogar auf Deutsch ist? Also unten steht Warten, Kommen und Aktion auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, ob das auch schon immer so war. Ist mir gar nicht so bisher weit aufgefallen. Aber die haben sich ja wirklich Mühe gegeben, alles in diesem Spiel nochmal neu zu übersetzen. Aus dem Japanischen quasi. Weil die Übersetzungen unterscheiden sich doch schon etwas von der ursprünglichen Fassung und dieser hier. Huch! Du böse, böse Seele! Aber wir konnten sie überlisten. Und tschüss. Ja, die geben kaum Erfahrungspunkte. Das sind echt die schwächsten Gegner hier im Dungeon. So, da sind wir, die guten Flammenhunde. So, und hier würde ich sagen, probieren wir doch einfach mal einen Feuerzauber aus. Mal gucken, was passiert. Gedwin, darfst. Na, fast ist der Zauber maximiert.
Ich glaube, die verlorenen Seelen überleben noch nicht mal den Heuler. Nee. Aber die dürften eigentlich gar keinen Schaden nehmen jetzt. Die müssten eigentlich komplett immun sein. Ja, das sind sie sogar. Ja, also wenn ihr keine Feuerzauber habt, auch nicht schlimm. Beziehungsweise, ja, die braucht ihr hier nicht. Joa. Die geben gut Punkte, Erfahrungspunkte, aber kaum Geld. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm, weil... Naja, mit der Anzahl an Regenstäben, den wir hier kriegen... Ich meine, die sind schon ziemlich teuer gewesen im Gumbo. So, eine Juwelenkette. Plus ein Kombo-Angriff. Das ist, würde ich mal ganz stark sagen, der... Das Ausrüstungsmerkmal für Gatwin. Ganz klar. Und wir kommen in einen Hinterhalt. Das ist nicht so gut. Was habt ihr vor? Ihr wollt alle angreifen, okay? Ja, Fina, mach doch mal einen Zufallswurf. Mit deinem Messer... Sollte das eigentlich tödlich sein? Boah, ja. Mehr als tödlich. Einfach nur so ausgenockt. Oh, die geben guten Saft. Ja. Die Truhe haben die echt gut bewacht, muss man sagen. Ja, die... Ja. Das macht das Leben schon sehr einfach, wenn man die Schwächen ausnutzt. Oh, hier sind ja so viele von euch. Was macht ihr hier? Mehr Magma, Männer. So, da kann Justin mal, würde ich sagen, einen Heulerschlag machen. Und falls noch was stehen bleiben sollte, ne? Bitte. Ja, eigentlich müsste ich mit Fina mehr die Peitsche trainieren, aber das Messer bietet sich hier halt an, ne? Außerdem liegt sie damit auch zurück. Von daher... Und noch eine Truppe. Ah, das gibt auch schon gut Erfahrung hier. So, da drüben kommen wir, wie gesagt, noch nicht hin. Das wäre eigentlich der Ausgang des Dungeons. Da zeigt auch der Kompass hin. Allerdings, ja. Wir können nicht zurück, bevor wir den Drachen besiegt haben. Dieser Felsen hier, der würde uns, wie gesagt, zurückbringen. Ins Dorf oder in den Dungeon, wie man es denn auch dreht. Wir müssen nach dem Boss auf jeden Fall nochmal hierher kommen. Weil dort, wo wir jetzt nicht hin können, gibt es noch einen sehr tollen Gegenstand. Ich weiß noch nicht mehr leider, was es war. So, seid ihr empfindlich gegen Feuer? Gucken wir mal. Justin, du machst mal eine Schockwelle, die bringt euch, glaube ich, sogar schon gleich um. Deswegen würde ich sagen, erstmal noch ein Heulerschlag. Magma-Männer müssten aber eigentlich auch immun sein. Oh ne, die nehmen sogar Schaden. Die sind nicht komplett... Alles klar. Ein Windlevel für Justin. Ich weiß gar nicht, auf welchem Level er jetzt ist, aber es müsste jetzt, glaube ich, schon 13 oder 12 sein. Und bei Finas ist es definitiv schon 14 oder 15. Und noch ein Regenstab für uns. Ja, wie viele haben wir jetzt schon? 4, 5? Also, Justin und Sue haben ja sowieso welche angelegt. Aber Justin hat jetzt schon 3 Stück. Und, also, wir haben jetzt insgesamt 6. Ja. Gut, Level 14 sogar schon. Und sie ist schon auf Level 16. Meine Güte.
Okay. Ja.